Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Wie fühlst du dich? Wenn mich jemand fragt, wie geht es dir, dann antworte ich manchmal, warum fragst du? Bist du ein Doktor? Guckt er gleich. Oh. Man erwartet doch immer eine Antwort. Zum Beispiel, wie geht es dir? Ja, gut, gut. Und dir? Gut, gut. Wenn du jetzt fragst, wie geht es dir? Und jemand sagt, naja, ich habe Krebs, mir fällt die Nase ab und ich habe gerade ein Bein verloren, wurde amputiert. Aber ansonsten, und jetzt gehe ich auf den Friedhof meine Oma besuchen, der ist schon weg, der hört gar nicht mehr den Rest, der ist abgehauen. Das will der nicht. Der will hören, weg ist gut. Man will eine gute Nachricht hören, auch wenn es eine Lüge ist. Ja, also wie geht's dir? Gut, danke, tschüss. Und, ja. Aber heute, meine Lieben, gehen wir sehr tief. Wir nehmen etwas zur Kenntnis. Und wenn ich sage, wie fühlst du dich, dann denken die meisten, dass sie sich mit der Antwort identifizieren oder mit dem Gefühl. Also heute fühle ich mich schlecht. Oder sie sagen, ich bin traurig. Aber in Wirklichkeit erleben sie nur eine Empfindung, eine traurige Empfindung. Wenn sie diese Empfindung wären und sie würden wieder glücklich sein, dann wären sie gar nicht mehr da. Weil sie haben gesagt, ich bin traurig. Was man ist, das ist man. Allein schon diese Betrachtungsweise der Dinge, meine Lieben, ist sehr wichtig. Psychologen und Psychiater sollten versuchen, in ihren Sitzungen den Patienten dazu zu bringen, die Dinge mit einem gewissen Abstand zu betrachten. Das geschieht meditativ in der Seelenatmen-Meditation. Guck mal, das ist hier so eine Karte. Ich habe kein Buch mehr, verschenkt. Ich verschenke mal alles da, siehst du. Natürlich kostet eine Stunde beim Psychiater vielleicht 100 oder 150 Euro oder mehr oder weniger. Und das hier, das kostet fast gar nichts im Vergleich dazu. Ja? Und wenn jemand zum Psychologen geht, wenn er ein Problem hat, dann gelingt es in der Tat vielen Therapeuten, den Patienten so hinzubringen, dass er sich besser fühlt. Nach einer Sitzung, nach 100 Sitzungen, ich weiß nicht. Ja. Aber das Problem kommt doch immer wieder. Weil man keine wirkliche Distanz dazu hat, meine Lieben. Und heute möchte ich mit euch besprechen, wie man diese Distanz bekommt. Und das hat zu tun mit zur Kenntnisnahme. Man nimmt etwas zur Kenntnis. Zum Beispiel, ich nehme zur Kenntnis, dass das hier so ein Zettel ist, eine Karte. Ich nehme zur Kenntnis, dass da ein Mensch vorbeigeht oder dass das ein Stuhl ist. Oder dass das ein Mikro ist. Schau mal, das ist ein Mikro. Gut, ich nehme das zur Kenntnis. Aber ich bin das ja nicht. In gleicher Weise kann ich meine Gefühle zur Kenntnis nehmen und bin mir mehr und mehr bewusst, dass ich diese Gefühle nicht bin. Zum Beispiel, ich sage nicht, ich bin erkältet. Naja, bin ich eigentlich nicht, aber ich bin ein bisschen heiser. Ne, wenig. Was ich nicht bin, ist heiser. Und ich benutze diese heisere Struktur, um euch was zu sagen. Und darum geht's. Diese distanzierte Betrachtungsweise von Problemen, ganz egal welche, wenn man krank ist, wenn man psychisch krank ist, physisch krank ist, einem was Schlimmes passiert ist und so weiter. Diese distanzierte Betrachtungsweise hat mir schon, möchte ich fast mal sagen, mein Leben gerettet, obwohl ich nicht vollkommen bin darin. Also es gibt Leute, die haben dieses Buch gelesen, die sind viel weiter als ich. Ich erliege immer noch, ich bin der Lanu, der Schüler, ich erliege immer noch Einflüssen und merke aber immer mehr, diese Einflüsse bin ich nicht. Ich habe sie vielleicht verursacht durch mein Verhalten, ist schon klar.
Und mein Anatta, mein Nicht-Ich, reagiert darauf. Und darum ist es angebracht, mal eine halbe Stunde am Tag alle Systeme runterzufahren, um den beobachtenden Teil, der das eigentlich alles erfährt, es aber nicht ist, zu stärken. Also man sitzt oder liegt da, Augen zu. Und man ist achtsam. Und man wird feststellen, in dieser Situation, dass Gefühle auf- und absteigen, möglicherweise. Gedanken kommen und gehen. Erinnerungen. Und so weiter und so weiter. Ja. Diese Dinge nimmt man zur Kenntnis. Als Anatta, als nicht das Selbst. Wenn sie das Selbst wären, würde ich ja verschwinden, wenn die verschwinden. Stimmt nicht. Was immer verbleibt, ist der Beobachter, der Wahrnehmer. Ja. Er benutzt natürlich diesen Apparat zum Wahrnehmen. Natürlich ist das Höchste die Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung, das Nirvana. Aber da sind wir jetzt erstmal, um das zu erlangen, können wir die Wahrnehmung und Empfindung dazu benutzen, zu erkennen und zur Kenntnis zu nehmen, dass das, was wir wahrnehmen und empfinden, wir nicht sind. Sonst bleibt alles immer nur so ein, ja, darüber kleben, über die Wunde, und die ist noch da. Also die zur Kenntnisnahme einer Sache. Jemand ist deprimiert. Ich bin deprimiert. Diesen Menschen würde ich empfehlen, sich voll dieser Depression bewusst sein. Das bedarf natürlich einer Leitung, eines Therapeuten, der überhaupt die Sache versteht. Und sagt, pass mal auf. Möchtest du deprimiert sein? Nein. Ja, dann kannst du es doch gar nicht sein. Wenn du ein schmutziges Hemd anhast oder ein Pullover, eine Jacke, dann ziehst du es aus. Ja, soll mich umbringen? Mensch. Sei dir erstmal bewusst, dass diese Depression du nicht bist. Ja, wenn ich sie nicht bin, woher kommt sie dann? Und da setzt dann die Lehre des Pustes Lichts ein, die man aber in einem kleinen Büchlein Seelenatmenmeditation sehr wohl zusammenfassen kann. Ja? Warum wird ein Kind bösartig geboren und eines gut und das andere wird schon autistisch geboren und das andere nicht? Das hat alles mit Karma zu tun, mein Leben. Ja? Man hat sich mit etwas eingelassen, was man nicht ist. Wie mit schlechten Freunden wird man nicht gleich los. Ja? So, gut. Jetzt. Jemand ist depressiv. Wenn er zu mir kommen würde, aber ich mache diese Sachen nicht mehr. Nein, nein. Habe ich in L.A. gemacht, reicht mir. Ich habe sogar schon mal einen Exorzismus gemacht mit jemandem. Und eine Rückführung. Aber das mache ich nicht mehr. Ich gebe es aber weiter hier an euch. Wie ihr euch selber heilen könnt. Wie ihr euch selber befreien könnt von dem, was ihr nicht seid. Indem ihr es in der rechten Maßgabe zur Kenntnis nehmt. Was ich zur Kenntnis nehme, kann es ja nicht sein. Das sind ja zwei. Ich, lassen wir das Wort mal weg, und das, was zur Kenntnis genommen wird. Ja. Und wir erfahren natürlich Leben für Leben die Konsequenzen unserer Handlungen. Bitte, das ist nun mal. Manche werden schon diabetisch geboren, andere werden heroinsüchtig geboren, andere werden mit Krebs geboren, schon in Utero. Sprechen die Ärzte noch nicht so viel davon. Dann kommt wieder das mangelhafte Wissen. Kind beschuldigt die Eltern, wir haben schon oft darüber gesprochen. Ja. Ihr seid schuld. Nee, gar nicht. Das Kind ist nicht das Produkt seiner Eltern. Meine Lieben, wenn ich jetzt Dinge hier in den Raum setze, dann erfordert das natürlich ein sich befassen mit der Materie. Ich kann hier nur andeuten. Also, ich, andere Leute, die allein da sitzen, die sind so. Andere, die allein, aber dann wieder andere, die sagen, ich kann nicht mal eine Sekunde allein sein. Ich muss jemanden haben. Weil sie ihr Glück abhängig gemacht haben, und das ist ja auch verständlich, von einer Dualität, die sie vereinen wollen. Zum Beispiel, hier ist was zu essen. Ich esse das. Das schmeckt.
Plötzlich identifiziere ich mich mit etwas, was mein Nicht-Ich oder das Anatta, das schmeckt ihm. Ich lasse mich ein in die Sache. Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Ja. Und ich identifiziere mich mit diesem Gefühl. Und jetzt bin ich in den Klauen des Hüters der Schwelle. Das sind ganz dicke Menschen dann. Die werden dann auch besessen von astralen Ebenen. Von Wesenheiten mit kleinen Köpfen und dicken Strukturen. Ja, das alles. Also immer etwas anderes beeinflusst uns. Und wir entscheiden, dass wir das sind oder wir geben uns mit dem ab, was wir zur Kenntnis nehmen. Wenn wir aber eine distanzierte Betrachtungsweise der Dinge entwickeln, ja, distanziert, dann gehen wir mit diesen Dingen anders um, auch mit unseren eigenen Belastungen, Beschmutzungen. Natürlich vom höchsten Standpunkt aus gesehen ist jede Struktur eine Beschmutzung, aber wer will schon so weit denken erstmal? Tasten wir uns mal vorsichtig vor. Ja? Die Leute nutzen manchmal die Einsamkeit nicht aus, um mal mit dem Nicht-Selbst oder mit den Beilegungen zurechtzukommen. Indem man sie zur Kenntnis nimmt. Zum Beispiel, du hast eine glückliche Empfindung. Auch die bist du nicht. Nee. Egal welche. Und selbst wenn es seelisch ist, bist du auch nicht. Weil du in der seelischen Empfindung Ebenen berührst, tangierst, die jenseits der physischen sind, feinstofflich, auch physisch materiell, aber feinstofflicher. Das hängt mit unter anderem damit zusammen, wenn man sich löst von niederen Dingen. Ja, hängt auch damit zusammen. Alkoholiker haben es auch manchmal. Aber die erzeugen das künstlich. Und der Alkohol strapaziert das Hirn, öffnet einige Chakren. Ja, stimmt. Und man führt eine Seligkeit, fühlt man. Man sagt ja weinselig. Ja, ja, nur leider wird diese Öffnung, die Zellen werden so beansprucht, die kracht wieder zusammen. Etwas mehr als zuvor. Entschuldigung, was ich nicht bin, hat gehustet. Ja, das, oder? Ich reg mich doch darüber nicht mehr auf. Früher habe ich gesagt, ich will nicht husten. Ja, ich bin das ja nicht. Also öffnet sich das und man hat eine augenblickliche Weinseligkeit. Ja? Weinseligkeit. Wenn das runtergeht, kommt die Depression wieder. Warum? Weil die Monade nicht mehr diese Schwingung weitergeben kann, die Seligkeitsschwingung, weil das Upadi, das Wahrhand, das Vehikel ist zu. Und, so wie mit der Droge, die macht das auch. Ja, Ecstasy und Crack und so weiter. Crack Cocaine. Und wenn das zu ist, dann nimmt man mehr, etwas mehr als davor, um das überhaupt wieder zu öffnen, weil es war ja vorher so, guck mal, ich weiß nicht, ob das hier machen kann. Nee, kein Zermann, ja. Es war so, ja, war schon mal ganz ziemlich offen so. Und jetzt ist es zu. Jetzt kommt die Droge. Aber es war ja vorher so. Guck mal, es war vorher so. Hat sich geöffnet. Oh, wie schön. Jetzt geht's in den Normalzustand zurück. Wenn der auch wieder so wäre, ja, dann wäre das okay. Er ist aber so. Jetzt brauchst du schon ein bisschen höheren Push. Um ihn wenigstens auf Normalzustand zu bringen. Darum geht's nämlich. Und irgendwann muss der Drogenabhängige die Droge nehmen, um sich nur wenigstens zu fühlen, so wie er war, bevor er überhaupt die Droge genommen hat. Überhaupt begonnen hat damit. Ja. Er nimmt etwas zur Kenntnis. Etwas, das er nicht mehr möchte. Weil wenn er der Drogensüchtige wäre, ist das schön. Ich bin drogensüchtig, ist das wunderbar. Oder ich fress gerne, würde er sagen. Ist das schön. Irgendwann guckt er sich im Spiegel und sagt, das bin ich doch nicht. Bravo! So lernt der Mensch. Wie lernt er noch? Indem er mit geschwächten Verdauungsorganen zur Welt kommt. Osteoporosis oder wie das andere heißt da, wo der Darm perforiert oder perforiert ist. Und so weiter und so weiter. Das sind alles
angeborene Krankheiten, die Fortsetzung von Missbrauch von Organen im vergangenen Leben. Kaum ein Arzt, kaum jemand will das verstehen. Schieben es auf die Eltern. Ja, ja, genau. Also, es geht hier darum, und meine Lieben, ich bin ja nicht der Meister im distanziert Betrachten, aber für mich macht das Sinn. Und ich versuche das auch anzuwenden, diese vollkommene Lehre der distanzierten Betrachtung dessen, was man essentiell nicht ist. Das erkenne ich auch in dem Hoch und Runter. Schaut mal, emotionale Menschen. Kennt ihr vom Winde verweht den Mann dieser Frau? Ich glaube, sie ist Scarlett O'Hara. Ja? Den Mann dieser Frau habe ich bei Sean Connery kennengelernt, den Laurence Olivier. Er hat gesagt, meine Frau bricht in Sekunden in Tränen aus. Und weiß gar nicht warum. Auf dem Set des Films ist das wunderbar, weil sie Gefühle zeigen kann, die sie in anderen auch erzeugt. Ich habe zum Beispiel immer geweint bei Der letzte Tanz. Bis mir das schon fast peinlich war. Weil ich mich in die Situation so reinversetzt habe in diesem Lied. Darf ich Sie bitten um diesen Tanz? Ne? Und so weiter. Kennt ihr vielleicht. Gut. So. Wir haben es also mit etwas zu tun, was wir essentiell nicht sind. Natürlich stellen viele die Frage, ja, wie bin ich denn dazu gekommen? Indem du, versteht ihr, um sich dann dessen richtig bewusst zu werden, muss man sich mit der Lehre befassen. Das Büchlein ist eine Einleitung, aber es hilft schon sehr viel. Wir haben von der verbotenen Frucht gekostet. Und die ist vergiftet. Und darum sterben wir dran. Aber unser Verlangen nach der verbotenen Frucht verbleibt. Und wir wollen sie. Und die Reinkarnation geht los. Denn Trishna und Lebensdurst, die Ursache für das Leben, welches immer mit dem Tode endet. Ja. Irgendwann werden wir vielleicht Schnauze voll haben. Sagen, ich will nichts Vergiftetes mehr essen. Und in diesem Vorgang, in dem wir plötzlich erkennen, das bin ich ja nicht. Da kommt die Loslösung. Die kommt übrigens ganz automatisch, auch ohne das hier. Kommt ganz automatisch, auch ohne Buch des Lichts. Mag aber sehr viel länger dauern. Wer ist denn so masochistisch, dass er so lange leiden will? Also, wir müssen uns im Alltag, und das wurde jetzt sozusagen uns durch diese Corona-Sache ja eigentlich aufgezwungen, hallo, sein Gutes. Man ist wieder auf sich selbst zurückgeworfen. Trotzdem ist das dramatisch, weil in den Familien große Probleme entstehen. Die Menschen sind nicht gewohnt, dass sie zu Hause früh ins Büro gehen, zur Arbeit, da haben sie andere Menschen und dann wieder zurück. So, jetzt haben sie, entweder sind sie ganz allein oder sie haben Familie, Frau und Kinder, kleine Wohnung. Und dann entstehen die Probleme. Aber so lernt der Mensch. Sich nicht zu sehr zu identifizieren mit dem, was dir sowieso wieder genommen wird, was du empfindest, was du wahrnimmst. Denn es ist die Anhaftung, mein Lieben, an die Empfindung und Wahrnehmung, die das Leiden verursacht. Und zwar dann, wenn die Empfindung und Wahrnehmung oder das, was sie verursacht hat, verschwindet. Ja. Also ein geliebter Mensch, mit dem man 40 Jahre verheiratet war, der stirbt. Boah, da kenne ich Fälle. Ich habe mich mal befasst mit Reaktionen von Männern, die Frauen verloren haben und umgekehrt. Viele haben sich umgebracht. Oder das, was sie nicht sind. Ja, weil sie das angehäufte Glück, das sie empfunden haben, 40 Jahre lang oder 50 oder mehr, diese Glücksbedingung ist jetzt weg. Und in dem Maße, in dem sie glücklich waren, werden sie unglücklich. Jetzt ist das Kind im Brunnen. Manchmal trinkt man sucht einen neuen Partner. Bitteschön, geht alles. Ja. Man versucht, diese Mulde wieder, dieses Runter wieder in ein Hoch zu bringen. Und so ist das ganze Leben. Ja. Auf und ab. Und das Auf und Ab kannst du ja gar nicht sein. Dann würdest du es nicht wahrnehmen.
Du begibst dich nur auf diese Achterbahn des Lebens. Und identifizierst dich mit. Und das ist die Welt von heute. Eine geisteskranke Welt regiert von Geisteskranken. Ist ja ganz normal, ganz natürlich. Also, wir wollen mal uns mit der zur Kenntnisnahme befassen, dass wir uns in einen Zustand setzen können, wenn das Problem kommt, der es uns ermöglicht, uns nicht zu sehr mitreißen zu lassen, sondern das Ganze zu betrachten als, oh, was ist denn? Okay, ich nehme es zur Kenntnis. Je mehr man diesen zur Kenntnisnahmezustand erreicht, diesen meditativen Zustand, umso weniger wird man beeinflusst, zerstört, zerrüttet. Dann könnte man auch sagen, ja, umso weniger glücklich wird man. Es gibt auch ein Glück der Loslösung. Ja, das ist anzustreben. Also, die Dinge aus der Distanz betrachten genügt nicht. Man muss das empirisch, erfahrungsgemäß erleben. In der Meditation. Da erleben wir mal den Körper als gar nicht existent. Wenn man das also immer regelmäßig natürlich praktiziert, ja. Einmal am Tag 3 Stunden und dann die Woche nicht und dann am nächsten Mal wieder 5 Minuten. Das kannst du vergessen. Dann begebe dich lieber wieder auf die Achterbahn des Lebens. Ja. Aber mehr und mehr Leute sagen, bin ich das? Brauche ich das? Muss ich das? Soll ich das? Sehr gut. Und deine Hausgenossen, es kann passieren, werden deine Feinde sein. Die werden sagen, was ist mit dem los? Der guckt mich so an, so neutral. Ja. Viele Leute streiten sich gern, weil sie dann danach wieder die Abschwächung erleben und sich total mit ihrem Astralkörper identifizieren, mit der astralen Struktur. Die braucht das. Die braucht das. So wie bei der Frau von Sir Laurence Olivier. Die braucht, könnte man fast sagen, ihre emotionale Instabilität. Diesen shaky astral body braucht sie, um überhaupt die Rolle zu bringen. Entschuldigung. Die meisten großen Schauspieler sind emotional zerrüttet. Sie nehmen dann Drogen, wie wir hören. Okay. Anderthalb geht dann kaputt. Ja. Könnte man sagen, ist doch schön. Na, dann mach. Ich sage nur, wie auch aus eigener Erfahrung, bin kein Meister darin, aber es ist mir gelungen, die Dinge aus einer gewissen Distanz zu betrachten. Und mich nicht so sehr, übrigens, nicht von den Dingen einnehmen zu lassen, darum geht's gar nicht. Von deiner Reaktion dazu. Die Dinge kannst du doch nicht wegleugnen. Jemand ist sexsüchtig. Könnte man sagen, soll sich keine Pornos anschauen. Ja, geht schon. Aber sobald er sich welche anschaut, hui, geht schon wieder los. Oder alkoholsüchtig. Das ist eben noch nicht genug. Um eine Distanz zu gewinnen. Nicht nur nach außen zu den Dingen, die da passieren, sondern zu dem, was mit dir passiert, was du empfindest, was du fühlst. Wie fühlst du dich? Um diese Distanz zu gewinnen und dann zu erkennen, dass man dieses Gefühl nicht ist. Dass man, wie ich sage, diesen shaky astral body, diesen astralen Leib selber bekommen hat, von den Eltern zwar, aber doch basierend auf eigene Handlungen im vergangenen Leben, nicht wahr? So, wie den in den Griff kriegen? Meditation. Würde ich jedem Therapeuten raten, er soll mal dieses Büchlein lesen, Seelenatmeditation, und seinen Patienten, ganz egal wie kaputt die sind, es ist egal, sagen so, jetzt setz dich mal hin. Vielleicht ist da einer, weißt du, so ein Jezorniger, sagen wir mal. Nehmen wir den nicht. Der haut den Therapeuten an den Kopf. Nehmen wir mal einen Depressiver. Sagt der Therapeut, pass auf. Was willst du hier? Würde ich sagen. Nee, nicht mal depressiv sein. Oh. Was ist dein Problem? Ich bin depressiv. Nee, bist du nicht. Was man ist, das ist man. Du wärst dir doch natürlich.
Ja, was bin ich dann? Frag nicht, was du bist, frag, was du nicht bist. Und jetzt mach Folgendes. Schließe die Augen. Ruhig. Und setz dich mal nur hin. Und beobachte alles, was geschieht. Der macht so. Schon nach 3 Minuten sagt, es wird ja immer schlimmer. Das will ich nicht. Sagen einige auch bei Seelenatmen-Meditation, weil sie nicht verstehen, weil sie das Büchlein nicht richtig lesen. Ja. Wer loslässt oder es versucht, in dem kommt manchmal der ganze Mist hoch. Aber richtig. Und wenn man dann unter Leitung meditiert und begleitet von dem Büchlein, dann nimmt man das einfach nur wahr. Es gibt so einen schönen Film über den Buddha, der sein eigenes Anatta wahrgenommen hat. Unrasiert stand es vor ihm. Ja, als eine Projektion. Während er meditierte, stand es da und sagt, ich bin du. Hat er gesagt, du bist nicht ich. Du bist, was ich nicht bin. Und dann sagt die Sage der Teufel, hui, mit einem Dings entflohen. So schnell geht's aber nicht. Beim normalen Menschen. Der Buddha hat ja viele Leben gehabt und hat den höchsten Stand der Meditation erreicht. Die Abwesenheit all jeder Wahrnehmung und Empfindung. Sanya Vedayita Nirodha. So, gut. Aber dieser erste Versuch, da muss der Therapeut dann sagen, wann immer du zu mir kommst, wirst du das machen. Mach das jeden Tag. Und plötzlich, irgendwann, in der Meditation wird dem Depressiven bewusst, das bin ich, das ist die Depression. Und indem er eine distanzierte Haltung dazu nimmt, obwohl er merkt, dass es kommt, ja, löst er sich immer mehr von diesem Symptom, kann man sagen, ja. Das hatte er vielleicht durch Handlungen im vergangenen Leben. Es gibt Handlungen, die zur Depression führen. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Ja. Plötzlich merkt er, wenn der nächste Anfall kommt, oh, ich nehme es zur Kenntnis. Und immer schwächer werden die Beeinflussungen. Wird vielleicht manchmal ein Leben nicht reichen. Aber wird zumindest sterben, dann ablegen mit einer etwas größeren Distanz zu dem, was stirbt. Restbestandteile dieses Zustandes werden im nächsten Leben auftreten. Aber er hat bereits, es ist nicht mehr ganz so schlimm. Oder er überwindet es total sofort. Schau mal, das geht auch. Der Massenmörder, wie heißt der beim Buddha? Angulamalo, der hatte also ganze Dörfer abgeschlachtet, samt Frauen, Kinder, Babys, alles, was sich bewegt hat. Und von jedem Opfer hat er Knochen am Körper getragen. Ja. Überleg mal, das Karma, was so einer ausleben muss. Der musste gar nichts ausleben. Der kam zum Buddha und wurde heilig. Der hat mit einem Mal erkannt, wurde heilig. Indem er sich total distanziert hat von dem, was geschehen ist und gesagt hat, das tut mir zwar leid, aber jetzt gehe ich mal an die Arbeit und hat meditiert. Ja. Es war übrigens interessant, meine Lieben, dass in früheren Zeiten, wenn jemand zum Tode verurteilt war, hat man ihn entweder zum Buddha geschickt oder ihn als Mönch geschickt, wo er also mit der Welt nichts mehr zu tun hat. Wo er darf keinen Sex haben, gar nichts. Wenn er gegen irgendeine Sache verstoßen hat, haben sie ihn gepackt, Kopf ab. Also man hat ihm gesagt, wenn du das Leben anderer nimmst, sollst du auch eine solche Art von Leben nicht mehr haben. Er hat natürlich nicht immer geklappt, aber bei dem Angulimalo hat es geklappt. Der wurde heilig. Natürlich kam er manchmal zum Buddha total kaputtgeschlagen, Nase kaputt, Zähne draußen, krank, Arm gebrochen, sagt der Buddha, leide nur, Heiliger, leide nur, ja. Was du viele Leben lang erleiden müsstest, das kannst du jetzt abarbeiten, da du heilig geworden bist.
Er hat nicht gesagt, leide Massenmörder oder leide Verbrecher. Leide nur Heiliger, hat er gesagt. So. Es geht also. Du musst nur die Eier haben, sage ich mal jetzt, dich nicht mehr zu identifizieren mit dem, was dich plagt. Und du musst auch wissen, dass du es verursacht hast. Diese Einnahme der Distanz, das ist fast so wie an einem Hochstand im Wald, im Dschungel, unten die vielen bösen, bösen Tiere zerfleischen wollen. Ja. Und oben bist du. Jetzt kannst du vor Angst natürlich runterfallen, wirst gefressen. Oder du schaust dir das Ganze mal so an. Jetzt pass auf. Vergleiche sind immer gut. Du wartest, bis die bösen Tiere irgendeinen Augenblick, bis sie nicht mehr da sind. Dann wartest du auch noch einen Augenblick, denn die sind zwar mal für 5 Minuten nicht mehr da, aber plötzlich kommen sie. Sie sind mal für einen Tag nicht mehr da, plötzlich kommen sie. Wann kannst du runtersteigen? Jetzt nur mal als Vergleich. Dann wird sie gar nicht mehr kommen. Nehmen wir so einen Zustand mal an, dann kannst du runtersteigen und kannst deines Weges gehen. Ja. Wenn deine bösen und jetzt kommst, das ist brutal und radikal und guten, dein Glück und dein Unglücksgefühle, wenn die nicht mehr kommen und du ein Glück erfährst jenseits der Sinnesfreuden, das Glück der Loslösung, dann sind diese wilden Tiere weg. Dann erlangst du, und das ist doch auch noch etwas, worüber wir auch so oft gesprochen haben, wahre Unsterblichkeit, das ist doch sterblich, ich bitte euch. Ja, das geht doch weg, ist doch klar. Manchmal kann ich es kaum erwarten. Ja, ich sag's euch. Guck mal, ich bin 75. Jeden Augenblick kann ich doch zur Seite kippen, ja? David Bowie, den habe ich mal getroffen, der ist mit 69 gestorben. Ja. Andere sterben mit 20, mit 30. Jetzt könntest du sagen, ich bin doch noch ganz gesund, also von dir jetzt, ja? Mir kann nichts passieren, ich bin 20 und sehr stark, ja, ja. Ich sage immer die Geschichte mit dem einen MMA-Kämpfer, mit dem ich in Los Angeles war, mit dem war ich bei McDonald's und der hat gesagt, ich habe jetzt meine physische Untersuchung, morgen gehe ich zum ersten Mal in den Käfig. Und sein Kopf ist in die Suppe gefallen und er war tot. Ja? Kann jeden Augenblick passieren. Wurscht, wie stark oder schwach du bist. Darum ist Distanz angesagt. Nutze doch die Zeit des Alleinseins. Entschuldigung. Wenn du in einer Familie bist und dich jetzt entscheidest, meinen Worten zu folgen, oh je, dann kann es sein, wie schon erwähnt, man kann sich oft genug erwähnen, dann könnten deine Hausgenossen deine Feinde werden. Ändert das was an der Wahrheit? Glaub nicht. Also, es geht darum, dass du in einer problematischen Situation das Ganze meditativ in dem Augenblick zur Kenntnis nehmen kannst. Das kannst du aber nur, indem du erstmal diese meditative Reaktion übst. Ich kann auch keine Gewichte heben, ich keine Muskeln haben. Also nehme ich die Gewichte. Ja, so, und dann. Also wäre wichtig, dass du jeden Tag meditierst, um dann das auch anzuwenden. Sonst ist doch Quatsch, wenn du nur so sitzt. Und dann fällst du wieder in alte Verhaltensweisen und denkst, es gibt sogar Leute, die meditieren, damit sie noch mehr Sex haben können, noch mehr Erfolg im Beruf, noch mehr. Missbrauch von Kundalini. Da wird die Meditation, die macht dich zum Monster. Ich sag's dir. Große Firmen engagieren Gurus für viel Geld. Die zeigen den Arbeitern, wie sie meditieren. Warum? Damit sie noch besser arbeiten. Mach mal. Meine Lieben, ein Problem löst man per se überhaupt nicht.
Man nimmt es zur Kenntnis. Ich habe immer gesagt, wenn jemand mich mal beschimpft hat, auch so früher, gesagt, ich habe das zur Kenntnis genommen. Das hat ihn manchmal noch wütender gemacht. Kam man näher. Ich sage, ich habe es zur Kenntnis genommen. Doktor, du, ich... Ja, das machen wir heute natürlich nicht mehr. Das ist ja logisch. Ja. Aber eine zur Kenntnisnahme jetzt deinem Nicht-Ich gesagt, dem da, dem brauchst du es gar nicht zu sagen. Hör zu. Ja. Das ist die schöne Geschichte vom Heiligen. Die kommen zum Heiligen, der kann nur zwei Worte, lass los. Und die kommen hin und sagen, Heiliger, ich habe ein Problem. Der, gut. Kannst du mir bitte helfen? Da kommen nur zwei Worte, der Heilige. Sitzt auf dem Misthaufen. Lass los. Was soll ich denn loslassen? Das soll ich jetzt machen? Also er konnte es zwar verstehen, aber selber nicht reden, Dali. Außer den zwei Worten. Dann sagt er, ich habe immer noch das Problem, der Heilige. Und kommt vielleicht eine Prostituierte und sagt, ich bin eine Hure. Schau mich an, was kann ich tun? Hilfe! Und sagt, sagt sie, ich habe jeden Tag 10 Männer. Der Heilige, oh! Entschuldigung. Sagt er, vielleicht könnte er noch sagen, wie war das eine Wort? Runter mit dir, bunter. Gab es da so einen Film? Und die Prostituierte setzt sich hin. Der Heilige, die hatte ihre, ja, ein bisschen offen, die Brüste. Und sie, oh, Entschuldigung. Was jetzt, der Heilige? Und sie sitzt da und macht es. Plötzlich sagt sie, es wird ja immer schlimmer, sagt er. Und so weiter und so weiter, ja. So kommen sie. Und plötzlich, ja, und dann versteht sie, ja. Ein Mann kommt zu ihm. Sagt, ich habe Erektionsschwierigkeiten. Der Heilige. Er sagt, ich kann nicht mehr. Wie sagt er? Der Heilige. Genau, sagt er, genau. Der Heilige. Soll ich machen? Ja, mach so. Oh, sagt er, es geht wieder. Der Heilige. Wie sagt er, ich soll nicht mehr? Der Heilige. So, und irgendwann erlangt der Mann Erleuchtung und sagt, ich war in einem Glückszustand, in dem ich keine Erektion mehr hatte, und jetzt hab ihn nicht zu würdigen gewusst, der Heilige. Genau. Und so kommen sie alle zum Heiligen, der auf einem Misthaufen sitzt, und die einzigen beiden Worte, die er kann, ist, lass los. Lass los. Da kommt ein großer Politiker und sagt, ich hab Probleme, mein ganzes, nichts funktioniert, kannst du mir einen Rat geben, wie man wieder die Wirtschaft ankurbelt, der Heilige. Auf den Boden mit dir, sozusagen. Jetzt war das sofort in dem Film. Auf den Boden. Also der Heilige macht. Der Regierungschef, so, der Politiker. Der Heilige. Und der macht. Der sagt, das ist immer noch nicht die Lösung. Der Heilige. Das macht er 10 Mal mit ihm. Da sagt er, Präsident, ich habe verstanden. Ich bleib bei dir, sagt der Heilige. Und so weiter und so weiter. Können wir es endlos, endlos weitermachen, ja? Wissenschaftler kommen. Wir möchten eine Maschine erfinden, die Frieden macht. Der Heilige.
Ja, was sollen wir denn machen? Wir möchten etwas machen, sagt er, dass die Menschen auf Erden bleiben und so weiter. Sollen die nicht auf Erden bleiben? Was? Die sollen alle sterben? Ja, sagt er, was sollen wir denn machen? Lass los, sagt der Heilige. Nein, ich will nicht loslassen. Ja, den konnte er auch nicht helfen. Dann hat er weiter festgehalten. Wir haben darüber gesprochen, dass sich das Festhalten an Dingen erzeugt ein neues Leid, weil es ja Dinge sind, die einem Freude bereiten. Ja? Also, die Botschaft des Heiligen, der auf dem Mist sitzt, ist ganz klar, lass los. Ja, wenn ich loslasse, dann verliere ich ja alle. Nee, dich selbst kannst du nicht verlieren. Nutze also die Gelegenheit, um loszulassen. Denn wenn du das Sterbliche, pass auf jetzt, wenn du das Sterbliche loslässt, dann verbleibt doch das Unsterbliche, das nicht kaputt gehen kann. Das, was nicht kaputt gehen kann, klammert sich, bedingt durch Unwissenheit, an das, was kaputt geht. Und das ist doch das große Problem in der Welt. Ja, darum hat der Heilige natürlich völlig recht. Das ist nur da. Und die, die zu ihm kommen, die haben verstanden. Und manche haben nicht verstanden, die gehen halt wieder. Und der Rest bleibt. Wovon leben die? Der Heilige, wovon soll er leben? Ja, und Toilette? Oh. Ein Fluss? Ein Fluss? Ja? Ach so. Und was machen wir den ganzen Tag? Lass los. Und was bekomme ich als Belohnung? Ja, jetzt machen wir Schluss, das Bild beginnt zu rucken. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch alle. Lass los. Ich war ein Weilchen fort, auf der Suche nach mir selbst. Es war auch für mich eine lange Zeit. Doch jetzt bin ich wieder hier und du stehst vor mir. Und drum sag ich ganz einfach nur Hallo. Und warum sagst auch du nicht einfach Hallo? Hallo. How are you? How are you? Du hast mir sehr gefehlt, drum ist das Wiedersehen so schön. So schön. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich bleib ein Weilchen hier, wenn du es möchtest, sag es mir. Manchmal fragst du, hey, wie geht's? Und es ist dir ganz egal. Hast du das nicht schon tausendmal getan? Aber wenn sich jeder hier etwas um den anderen sorgt, geht's uns allen besser irgendwann. Und warum fragst nicht auch du? Hello! Hello! How are you? How are you? Was kann ich für dich tun? Hast du vielleicht grad ein Problem? Ein Problem. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Und wenn du Hilfe brauchst, lass ich dich nicht im Regen stehen. Nach jedem Regen folgt wieder Sonnenschein.
man täglich, gar nichts ist unmöglich und